Ja, hallo nach Karlsruhe. Ich freue mich sehr, dass ich jetzt per Video zu euch geschaltet bin. Leider kann ich nicht bei euch sein, denn ich probe gerade Einstein on the Beach von Philip Glass hier in Dortmund. Und so schicke ich einfach nur eine Videobotschaft. Da ihr angefragt habt, wie läuft denn das in Dortmund? Wie geht ihr mit der Veränderung im digitalen Zeitalter um für das Theater, habe ich gedacht, vielleicht kann ich einige kleine Ausschnitte euch zeigen, was wir in den letzten 7 Jahren hier so in Dortmund versucht haben. Für mich ist Theater immer eine Gegenwartskunst. Eine Kunst, in der Menschen in einem Augenblick an einem Ort zusammenkommen und Gegenwart und Zeit und Augenblicke miteinander verbinden. Und da ist es für uns hier am Schauspiel sehr wichtig, die Frage zu stellen: Was ist denn unsere Gegenwart? Wie prägt die Globalisierung unser Miteinander heutzutage, die weltweite Vernetzung? Und zum anderen, was hat die digitale Revolution, das digitale Zeitalter für Veränderungen in die Theaterkunst und in die Gesellschaft hineingebracht? Die digitale Revolution hat uns auf dreierlei Arten sehr geprägt am Schauspiel Dortmund. Zum einen inhaltlich in der Auseinandersetzung mit den Umwälzungen gesellschaftlicher und politischer Natur, zum anderen aber auch methodisch, wie können wir neu an alte Klassiker rangehen, was für neue Erzählweisen kommen dadurch und mit was für Technologien können wir arbeiten? Und drittens, was für Bühnen können wir uns im digitalen Zeitalter neu erobern als Theater außerhalb von unseren wunderbaren Bretterkästen? Inhaltlich zum Beispiel in meiner Hamlet-Inszenierung, wo ich die Frage stellte: Wie geht ein Mensch um in einem Überwachungsstaat? Wie geht man um mit dem Present Shock, wo alles auf einen einströmt? Und was ist der Mensch, sein, real oder fiktional? Es hat ein halbes Jahrhundert Kämpfe um die Aufklärung gebraucht, um die Möglichkeit der französischen Revolution zu schaffen. Kämpfe schaffen eine Sprache. Was ist heute unsere gemeinsame Sprache? Und wie lange kann sie überleben? Einst belauschten wir Militärs und Botschaften. Heute will man uns weismachen, dass das Abhören ganzer Gesellschaft normal ist. Am Ende der Inszenierung konnten die Zuschauer per SMS oder Twitter ihr Kommentar zur Vorstellung auf eine große Leinwand projiziert bekommen. Und wir konnten dann den Zuschauern ihre Erinnerungen der Vorstellung Postwänden zurückschicken. Es ging auf einmal um das Thema: Wie gehe ich mit meinen Daten um? Was gebe ich von mir preis? Und wo gebe ich Informationen preis oder Kommentare ab, die ich gar nicht mehr selber unter Kontrolle habe? Die Inszenierung Minority Report von Klaus Gehre beschäftigte sich mit dem Thema, wie Algorithmen Zukunft voraussagen können und was für Konsequenzen das für eine Gesellschaft bedeutet. In der Inszenierung von Arne Vogelgesang Flammende Köpfe beschäftigt sich der Regisseur mit der Frage: Wie funktioniert Radikalisierung im Netz? Wer sind die Köpfe, die zum Populismus und zur Propaganda in sozialen Medien greifen? Schauen Sie selbst. Den Kern des heutigen Abends für mich so ein Anlass bildet eine Sammlung von Videos aus dem Internet, sozialen Medien, Facebook, Twitter, Sie kennen das ja wahrscheinlich alles. Videos, in denen Menschen sich aufregen, politisch aufregen. Das war das Jahr, als ich da auch bei Occupy maskierte Anonymous-Sympathisanten aus einer seltsamen Ecke des Internets in Krankheiten und plötzlich Präsenz kriegten und behaupteten, sie würden 99% der Bevölkerung vertreten gegen 1%. Das war das Jahr, als an der Spreewig in Norwegen 70 Menschen erschoss, um sein zusammenkopiertes Manifest zu promoten. Das war auch das Jahr, in dem sie in Solingen in der Hinterhofmoschee Schüler von Pierre Vogel versammelten und begannen, im großen Stil Internetpropaganda zu machen. Die Inszenierung Das Goldene Zeitalter versuchte, eine Theatersprache zu finden, die ein Äquivalent zum Netz ist. Wir versuchten, Loops, Wiederholungen, Kopien, lose Zusammenhänge, ein Knäuel, ein Wust auf die Bühne zu bringen und damit eigentlich eine Architektur von Netz auf die Bühne zu bringen. Wie
wie in der Inszenierung 448 Psychose nach Sarah Kane. Dort haben wir versucht, Algorithmen aus den Körpern der Schauspieler zu capturen. Wir haben den Schauspieler als Frequenzkörper der Poesie gesehen, haben seine Körperdaten analysiert und sie in Licht, im Ton und im Video umgewandelt. Ähnliches wie bei Psychose versuchen wir nun auch bei Einstein on the Beach, der Minimal Oper von Philip Glass. Zusammen mit drei Medienkünstlern versuche ich, die Minimal Music, die Arbeit auf der Bühne, sichtbar zu machen, die Musikimpulse in Dateien umzuwandeln für Video, für Licht, für Bühnenbewegungen, aber auch für die Kostüme. Besonders interessant ist für unsere Arbeit bei Einstein zurzeit die Arbeit mit tiefen Informationsdaten. Wir können nicht nur Oberflächen mit Kameras abnehmen, sondern können auch tiefen Informationen capturen von Menschen, Bewegungen capturen, analysieren, aber auch von ganzen Städten und Gebieten. Und diese tiefen Informationen sind es auch, die in der Zusammenarbeit mit den Cyberräubern, unser neuestes VR-Projekt, The Memories of Borderline, möglich gemacht haben. Bei Memories of Borderline haben wir mit einem Laserscanner unser komplettes Bühnenbild von der Borderline-Prozession abgescannt und sie in den virtuellen Raum hineingesetzt, sodass jeder von zu Hause aus demnächst durch unser Bühnenbild wandeln kann. Wir produzieren nicht nur für die Bühne, sondern auch fürs Netz. Und so kommen hin und wieder wunderbare Kleinode dabei heraus, wie zum Beispiel Julia Schuberts wunderbare Lehranleitung. Also das mit dem Wein, das ist eigentlich ganz einfach. Ich mache das immer so, dass ich einen Punkt fixiere und dann darf man auf gar keinen Fall blinzeln. Dann probiere ich langsam einen Druck hinter den Augen aufzubauen. Das mache ich zum Beispiel so, indem ich sage Flughafen, aber ohne das Wort wirklich zu sagen. Also das ist dann so. Und jetzt merke ich schon, dass es langsam kommt. Aber jetzt darf man auf gar keinen Fall schon blinzeln. Sonst ist die ganze Arbeit futsch. Man kann den Atem schon ein bisschen mitnehmen. Ja, es fängt jetzt langsam an zu britzeln in den Augen. Aber man darf nicht blinzeln. Die Stimme natürlich auch immer schön so mitnehmen. Das fördert das alles. Und Achtung, gleich sind wir soweit. Noch ein bisschen hochatmen, ein bisschen bibbern, kann man dann je nach Situation variieren, wie viel oder wie wenig man will. Und Achtung, jetzt kommt's. Ja, da. Also ich setze das ein, zum Beispiel, wenn ich eine Diskussion oder einen Streit habe und ich merke, Mist, ich liege total falsch oder ach, ich finde jetzt gerade die Argumente. Weil wenn man dann weint, dann fühlt sich der andere ja schon mal per se schuldig. Und dann lenkt er viel schneller ein. Das klappt super. So, das war jetzt eine kleine Auswahl von bunten Bildern aus dem Schauspiel Dortmund, was wir hier so treiben. Schöner wäre es natürlich, euch hier in Dortmund einmal willkommen zu heißen, sodass ihr mit uns zusammen mal einen Abend erleben könntet. Eine allerletzte Sache möchte ich allerdings noch loswerden. Die Frage nach, wie mache ich Theater im digitalen Zeitalter, ist allerdings auch eine Frage, wie finanzieren wir so ein Theater und wo findet man die Menschen, die das Know-how haben, dieses Theater zu machen? Wo finden wir Programmierer, Kameramänner, Videokünstler, die Netzdesigner, Social-Media-Künstler, die mit uns sich zusammentun können? Und wo gibt es dafür eine Ausbildungsmöglichkeiten, um speziell Theater und Netz zusammenzudenken?
Wir haben hier in Dortmund den Traum, eine Akademie eines Tages zu gründen. Eine Akademie für Digitalität und darstellende Kunst. Ein Ort, an dem darstellende Künstler und Medienkünstler zusammen forschen können, wie das Theater der Zukunft aussieht. Und vielleicht ist das eine Fragestellung, die ich jetzt euch nach Karlsruhe senden kann. Wie kriegen wir den Umschwung ins digitale Zeitalter auf die Bühne so hin, dass wir gegenwartsfähig sind? Ich wünsche euch alles Gute, habt ein schönes Wochenende und vielleicht kommt ihr ja zu Philipp Glass. Schön, dass ihr mir zugehört habt. Bis bald. Ciao, ciao.